So, willkommen zum ersten Spieltag der Rückrunde. Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05. Ein Neuzugang wird auf der Platz, auf der Bank Platz nehmen. Und zwar handelt es sich um den Spieler Paladino, vom FC Genua gekommen. Und der wird meiner Meinung nach im Laufe der Saison noch und die Offensive der Eintracht verstärken. Des Weiteren gab es noch ein paar Spielerverkäufe. Deswegen ist der Kader relativ dünn, übersichtlich. Aber in der Qualität hat er nichts verloren, weil niemand gegangen ist, der noch irgendeine Rolle gespielt hätte. So, dann starten wir mal die Partie. Keita auf Fenin, Altintop, Benny Köhler zurück auf Jung. Wieder auf Köhler mit der Flanke aus dem Halbfeld. Allerdings geklärt. Jan Schimak. Hika Grimaldi. Also weder Boncé noch Chalai hier irgendwie im Sturm bei den Mainzern zu finden. Sehr gut. Keita auf Jung. Wieder Keita. Franz nimmt seinen Innenverteidiger-Kollegen Chris mit. Patrick Ochs ist schnell mit dem Fehlpass. Mainz über Schimak. Holtby. Grimaldi. Ballverlust. Fenin. Auf Altintop. Schade, der Ballverlust. Also, momentan noch ein Hin und Her mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Holtby jetzt vielleicht mal, der Mann, der vom FC Schalke ausgeliehen ist. Schimak kam von Stuttgart. Grimaldi, Riesenmöglichkeit. Trifft den Ball allerdings nicht richtig und somit kein Problem für Fährmann. Korkmaz auf Fenin. Zurück auf Ochs. Fenin mit der Flanke. Geklärt. Grimaldi. Mit dem Fehlpass. Köhler auf Keita. Der ist natürlich sehr, sehr schnell. Keita zu hoch. Altintop, Keita, Köhler, Benjamin Köhler mit der Flanke, allerdings wieder rausgeköpft. Zabavnik auf der rechten Seite, Grimaldi, Holtby. Ui, Halbzeit. Und jetzt werden wir mal probieren, den Neuzugang irgendwie noch unterzubringen. Für Keita oder für Fenin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Fenin noch gut spielen wird und deswegen geht der Top-Torschütze, geht Kader Keita, nach einer Halbzeit erstmal runter. Und es kommt Neuzugang Paladino. Holtby nach Pass von Zabavnik verliert den Ball. Oh, und das ist kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Zabavnik auf Polanski, Schimak. Schlecht von Grimaldi gemacht. Und jetzt Paladino, der neue Mann. Raus auf Korkmaz. Der setzt sich gut durch gegen Löw. Flanke. Tor. Altintop. Das war sehr, sehr schön gespielt. Paladino raus auf Korkmaz, der sich gegen Löw durchsetzt. Die Flanke bringt. Fenin zieht direkt ab. Der Torhüter lässt abklatschen. Und Altintop steht da, wo ein Stürmer stehen muss.
und verwandelt zum 1:0. Noveski auf Suarez. Noveski. Hika. Schimak. Grimaldi. Oh, und diese verunglückte Flanke wird fast noch gefährlich. Aber Fährmann ohne Probleme. Jung auf Schwegler. Altintop. Fenin. Korkmaz. Wieder schöne Flanke. Schwegler holt sich noch einmal den Ball. Palladino mit der Flanke. Schimak auf Grimaldi. Caligiuri. Luis Holtby. Einwurf Frankfurt nach dieser Aktion. Jung wirft zurück auf Franz, der auf Köhler, der völlig frei steht. Und jetzt Palladino, der neue Mann, zieht in die Mitte. Schön gespielt. Und dann Schwegler mit seinem schwachen linken Fuß. Schöne Rückgabe. Palladino. Sehr wendig. Schwegler. Jung. Zieht in die Mitte. Fenin. Gibt's doch gar nicht. Wieder abgefälscht. Und da ist das Spiel vorbei. Frankfurt gewinnt das erste Spiel der Rückserie. Verdient mit 1:0. Wird damit, wenn ich das richtig sehe, auf Platz 2 bleiben. Punktgleich mit den Bayern. 4 Punkte hinter Tabellenführer Werder Bremen. Letzter der FC Nürnberg. So. Oh, das nächste Spiel wird ein Topspiel. Erster gegen Zweiter. Das wird doch mal interessant. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir das Hinspiel mit 5:0 gewonnen haben gegen Bremen. Also, bis zum nächsten Mal.